Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter und für heute letzter Teil. Danke sehr für die total lieben Kommentare im zweiten Teil. Es war kein Fishing for Compliments, ja, das war überhaupt nicht damit gemeint, sondern ich versuche ja auch sozusagen den Weg meines Lebens zu finden. Und ich glaube, dass eine Rückmeldung des Lebensweges darin liegt, dass man einfach Erfolg hat. Ja? Erfolg ist ein relativ einfacher Gradmesser, ob man, also meines Erachtens, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und wenn die Rückmeldungen halt meiner Ansicht nach nicht mehr stimmig sind oder nicht mehr passen, dann schlussfolgere ich daraus, vielleicht ist es ein Irrtum meinerseits, dass ich am falschen Weg bin. Vielleicht ist auch der falsche Weg die Astrologie an sich. Vielleicht soll ich auch über andere Themen sprechen, die mir am Herzen liegen. Und ich habe, glaube ich, in einigen Videos betont, ich komme aus dem Schamanismus. Ich komme nicht aus der Astrologie. Vielleicht war das mein Fehler, dass ich sozusagen aus Verstandesgründen, ich bin halt Jungfrau im Sternzeichen, die denkt halt und man denkt sich, dass Astrologie sozusagen beliebter ist, weil über den Schamanismus kam sozusagen einerseits wenig Rückmeldung und auf der anderen Seite, wie kann man vom Schamanismus leben? Ich weiß es nicht, ja. Ich weiß es mit Videos nicht, da müsste ich Seminare halten, ja. Gut, das wäre vielleicht der gangbare Weg. Vielleicht ist das der Weg, den ich gehen sollte, weil die Astrologie bietet quasi jeden Tag eine neue Grundlage für ein neues Horoskop, was beim Schamanismus überhaupt nicht der Fall ist. Beim Schamanismus habe ich einige wenige Themen, aber da geht es um Intensität, also sozusagen tief hinuntergraben. Natürlich auch, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das muss ich sozusagen überlegen. Ich höre jemanden, und der hört sich sehr niedrig an, aber ich sehe noch nichts. Na, wo ist der wer? Puh, also das heißt, die Wolkenschicht muss gewaltig niedrig hängen, weil das Flugzeug fliegt auch niedrig. Aber ist egal, ja? Ich habe es zumindest probiert. Ich schaue nochmal. Na, ist zu dicht. Wir haben auch in der Früh im ersten Video gesehen, beim Sonnenaufgang, dass der Tagesbeginn, dass die Fernsicht eher, sagen wir so, heute nicht sonderlich brauchbar ist. Aus dem vorhin erwähnten Grund möchte ich heute ein wenig über Schamanismus sprechen, also sozusagen kurz mal die Schatzkiste des Wissens auf einen Spalt wieder öffnen. Schauen wir mal, was dabei herausdringt, was dabei herauskommt. Irgendwas sicher, also da kann ich dir die Garantie geben, irgendwas schaut sicher bei heraus. Und ich habe gestern, war das gestern glaube ich, wo der Videotitel gelautet hat, sozusagen sei der Hauptsteller in deinem oder Hauptdarsteller in deinem Lebensfilm, ja. Und wo ich auch auf diese Kirsche gezeigt habe, die unten schon verfault, ja, tut mir in der Seele weh. Aber trotzdem noch so viele gewaltige Blüten hervorbringt, also sozusagen noch mit aller Kraft, sozusagen mit allerletzter Kraft sozusagen hier etwas verzeihen. Das wollte ich noch zum Thema Nissen anmerken, bewirkt. Ja? Und na, es ist kalt, es ist spürbar kalt geworden. Klar, es ist Wochenende. Und der Schamanismus ist genau dieses. Gut, beim dritten Mal breche ich das Video dann ab, weil das geht dann nicht, weil es ist wirklich kalt. Und der Schamanismus meint dann auch, wie es eben der Baum richtig macht, so intensiv zu leben, wie es nur geht. Ja? Und Intensität bedeutet, naja, eigentlich nicht, ja. Nicht so intensiv, so präsent zu leben, als es geht. Das heißt, so sehr im Hier und Jetzt zu sein, wie es uns möglich ist. Und das Hier und Jetzt ist das Einzige, was es für uns gibt. Wir haben nur diesen Moment. Das ist das Einzige, was real ist. Und Und
Es gibt eine Technik, in das ewige Leben überzugehen oder in ein sehr, sehr langes Leben. Das kann Millionen Jahre dauern. Ja. Also ewig ist relativ. Ja. Aber ein paar Millionen Jahre ist auch schon einmal relativ gut. Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt es die Technik des Rekapitulierens. Das wird auch der fege Atem genannt, wobei es auf die Technik gar nicht ankommt und wobei man auch den Kopf nicht bewegen soll, weil sonst kriegt man Halswirbelprobleme, sondern es geht darum, dass man gedanklich, ich habe es mit den Augen, habe ich damals viel gearbeitet, ja, das ist dieser Fächeratem, dass ich mit einer gedanklichen Kopfdrehung von der rechten Schulter zur linken Schulter Energiefäden hereinziehe. Ja. Ich bin hier innerhalb meines leuchtenden Konkons, ja, machen wir 360-Grad-Drehung. Verzeihung, ich hoffe, die wird nicht schwindelig dabei. Das heißt, hier bin ich inmitten meines leuchtenden Konkons. Das ist meine wahre Form. Die anthropomorphe Gestalt mit Händen, mit Armen, mit Füßen, mit Rumpf, mit Kopf, das ist nicht unsere wahre Gestalt. Wir sind hier in der Anthropomorphie, in dieser Matrix gefangen. Ich glaube, ab unserem vierten Körper. Beim dritten Körper, also wenn ich auf der drüberen Seite bin und den Körper noch einmal verlasse, also das heißt, die Drittspaltung, oder von mir aus den dritten oder die Zweitspaltung, wie du möchtest, da bin ich noch, da habe ich noch Arme und Beine, aber je höher die Körper werden, wie bei dieser Matryoshka, bei dieser russischen Puppe, russisch darf man auch nicht mehr sagen, Scherz beiseite, wird es immer konkonhafter. Das ist unsere wahre Gestalt. Unsere wahre Gestalt ist jene eines behaarten, leuchtenden Kokons. Interessant ist dieses Mysterium mit den drei Tentakeln, die hier von der, ja, da, vom Bierbauch gehen die drei Tentakeln weg. Ja. Ungefähr können 3-4 Meter lang sein, etc. Da beschäftigt sich die Psychologie in der Typologie, glaube ich, sehr eingehend damit, wenn sie zum Beispiel vom Masochisten, vom Psychopathen und so weiter und so weiter. Aber was auch immer, ich möchte jetzt nicht abschweifen. Und es geht darum, wieder komplett zu werden. Komplett zu werden bedeutet, die ganze Energie, die wir aus unserem Zentrum, also Bierbauch, Zentrum Bierbauch, ein bisschen darunter, ja, Hara oder Tantien oder wie das heißt, haben wir Energie sozusagen vergeudet mit jeder emotional besetzten Handlung, am meisten natürlich mit emotional schwer besetzten Handlungen. Deswegen sieht man auch, dass Menschen, die sehr diszipliniert sind, im Alter noch wesentlich vitaler sind und kräftiger und schlanker sind, als Menschen, die sich gehen lassen, die undiszipliniert sind, die sozusagen sehr starkes Suchtverhalten aufweisen. Und hier bei der Energierückgewinnung, das musst du dir so vorstellen, wie lauter Lichtpünktchen, die man sozusagen über den Fegeatem von der rechten Schulter zur linken, den Kopf nicht drehend, aber doch gedanklich, ja, zieht man sozusagen diese vergeudete Energie hinein. Wie mache ich das? Und zwar geht es darum, dass ich mir diese Szene, die ich damals erlebt habe, ja, ich versuche jetzt irgendeine neutrale Szene zu nehmen, aber mir fällt jetzt keine neutrale Szene ein. Ja. Nehmen wir zum Beispiel eine emotional schwer besetzte Szene, die du sicher auch schon erlebt hast, ja? Wir alle haben schon partnerschaftliche Trennungen oder fast alle von uns haben schon partnerschaftliche Trennungen durchgemacht, ja? Und am schwersten hat es uns getroffen, wenn wir noch richtig verliebt waren, wenn wir noch richtig in den Gefühlen drinnen waren, wo man sagt, das hat jemandem das Herz gebrochen, ja? Abgesehen davon, dass man dann nach so etwas schnell altert, vergeudet man Massen an Energie und diese Massen an Energie kann man sich zurückholen. Ja? Große Geheimnis. Das große Geheimnis des ewigen Lebens. Ja? Das ist das große Geheimnis. Das ist der Weg zum ewigen Leben. Das sogenannte Rekapitulieren. Großes Geheimnis, großes Mysterium. Nicht unterschätzen. Ja? Rekapitulieren bedeutet, du holst dir die in den vergangenen Erfahrungen oder Erlebnissen vergeudeten Energien wieder zurück. Das heißt, du wirst wieder jünger. Das heißt jetzt nicht, dass du in diesem physischen Körper tausende Jahre alt wirst. Das ist ein Irrweg, bitte nicht vergessen. Ja? Diese Todestrotzer, wie es Don Juan beschrieben hat, oder auch Castaneda, der dem Tode trotzt, ja, die sind einen Irrweg gegangen, aus dem sie nicht herauskommen. Der Weg führt aus diesem Körper heraus, direkt in den Traumkörper, das ist der Christus. Der Traumkörper ist unser höheres Ich. Der Jesus ist der physische Körper. Jesus, na richtig, genau. Der physische Körper, der hat ein Ablaufdatum. Aber,
Die Kunst besteht darin, sozusagen bewusst vom physischen Körper dauerhaft in den Traumkörper überzugehen. Und das funktioniert nur dann, haben wir ja damals im Film Cameron, Avatar von Cameron gesehen, ja, wie eben der Hauptdarsteller in den Avatarkörper übergewechselt ist, der große Blau, dieser Schlumpfkörper. Ja. Und genauso funktioniert es aber tatsächlich. Und es funktioniert nur dann, wenn du hier alle Verbindungen gekappt hast. Ja? Die müssen durchtrennt sein. Und wie durchtrennst du sie? Indem du sie aufrekapitulierst. Das heißt, du holst dir die vergeudete Energie aus vergangenen Erlebnissen zurück. Ja? Deswegen haben diese Filme, wenn du dich erinnerst, so retrospektive Filme. Mir fällt jetzt spontan nur zum Beispiel mit Heinz Rühmann die Feuerzangenbowle ein. Ja? Deswegen haben so retrospektive Filme immer einen sehr, sehr schwer besetzten Beigeschmack, weil du im Innersten spürst, da stimmt was, da stimmt das. Oder war nicht auch Dr. Zhivago, war das nicht auch so ungefähr? Waren da nicht auch etliche retrospektive Szenen? Ich bilde mir fast ein, dass es so war. Ja? Und das bedeutet, du kannst, wenn ich sage, ohne weiteres ist es gelogen, ja? Aber du kannst ins ewige Leben überwechseln. Das große Mysterium der Menschheit. Dieses immer wieder geboren werden, diese Reinkarnationen hängen sehr stark damit zusammen, dass du immer hier Energie zurückgelassen hast. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Ja? Also das heißt, hier wäre es gut, abzurechnen, abzuschließen. Ja? Und das ist auch der Rückzug in die Einsamkeit. Okay, gut, auf der einen Seite beklage ich mich, dass ich immer weniger Aufrufe habe und dann schicke ich euch in die Einsamkeit. Also das ist auch von mir widersprüchlich, gebe ich ja zu. Ich habe auch immer wieder empfohlen, dreh das Internet ab, dreh alles an und dann wundere ich mich, wenn die Leute sich an den Rad halten, dass nicht die Videos anschauen. Okay, Scherz beiseite. Ja, also das bedeutet, es gibt den Öffner, ja. Den Öffner, nein, nicht den Bieröffner, wir reden nicht von Bieröffner, wir reden von dem sogenannten Öffnungserlebnis. Das Öffnungserlebnis oder der Öffner, kurz genannt, ist eine Szene, in welche du einsteigst. Schräg, oder? Nein, das ist so. Das ist Schamanismus. Das ist das, was mich interessiert. Das ist meine Welt. Willkommen in meiner Welt. Ja? Der Öffner, bei mir war das eine Werkstatt, ja? Eine Werkstatt, die ich öfters besucht habe. Und der Öffner bedeutet, du erinnerst dich an diese Szene. Das muss jetzt keine Werkstatt sein, kann auch ein Supermarkt sein, kann eine Schulklasse sein, in der du gewesen bist. Das kann, weiß nicht, was das, im Elternhaus, ja, oder in deinem damaligen Kinderzimmer, ist wurscht was. Ja. Du siehst die Szene, du siehst das Szenario vor dir. Und dann erinnerst du dich an einzelne Details. Da, der Sessel zum Beispiel, ja. Und du erinnerst dich so intensiv, dass du auf einmal in dieser Szene drinnen bist. Du weißt, das war Thomas Gottschalk, Mike Krüger, die Einsteiger. Das war dieser Film, wo sie in Videokassetten einsteigen konnten. Ja? Ich meine, die Idee war genial. Ja? Und es funktioniert aber wirklich. Du musst das halt üben, du musst das öfters machen. Dazu brauchst du Ruhe. Wenn es dir gelingt, den Öffner zu erreichen, dann bekommt dein Rekapitulieren, dein Energie zurückholen, eine ganz neue Qualität. Ja, dann geht das schneller, dann geht es auch stärker und intensiver. Das heißt, du näherst dich mit großen Schritten dem ewigen Leben. Ganz interessant. Wird das irgendwo erwähnt? Erzählt das jemand? Sagt das jemand? Bespricht das jemand? Frage, ganz ehrliche Frage. Wird das irgendwo thematisiert, das ewige Leben? Ja, auf Tageshoroskop. Ich habe es schon einige Male erwähnt, dieses Thema. Und es ist nicht sozusagen, ja, du musst die Heilige, was nicht so und so, anbeten und dann wird das und das geschehen. Nein, der Schlüssel liegt in dir drinnen. In dir liegt der Schlüssel drinnen. Und das sind die Sachen, die hier in dieser Matrix natürlich den Menschen verheimlicht werden. Man lässt sie immer wieder und wieder inkarnieren und jetzt möchte man sozusagen, dass sie nicht mehr inkarnieren. Man will die Menschen loswerden. Ja, okay, gut. Aber warum sagt man den Menschen nicht die Lösung? Warum sagt man den Menschen nicht hoch zu? Da gibt es den Weg der Befreiung. Dann verabschiedest du dich und wir sind euch da auch oft los. Warum läuft das nicht so? Ich weiß es nicht. Ja? Es ist ein merkwürdiges Spiel, was hier läuft. Aber auf jeden Fall ist das nur ein Thema.
der Öffner, das Rekapitulieren, das Zurückholen der Lebenskraft, das Zurückholen der Vitalität, das wieder jugendlich werden, ja, jugendlich werden, das funktioniert, das geht. Es hängt alles nur mit Energie zusammen. Und Energie hängt zusammen mit Hier und Jetzt. Wie meine ich das? Eine der obersten Prinzipien im Schamanismus ist das Handeln, das bewusste Handeln im Hier und Jetzt. Grundsatz lautet, vollführe jede Handlung so, als ob es deine letzte im Leben wäre. Erinnert dich das an was? Richtig, die Kritik des reinen der reinen Vernunft, ja? Immanuel Kant. Stimmt, ja? Stimmt, der kategorische Imperativ, richtig. Bingo, das ist es. Das heißt, da ist wirklich Power dahinter. Wieso? Warum ist das so? Wenn du eine Handlung perfekt machst, du gehst zum Beispiel, wie es auch Buddha gesagt hast, oder? Alles im Buddha. Nein, wenn du gehst, dann gehe. Wenn du sitzt, dann sitze. Okay, mir schlafen ist jetzt schwer. Wenn du schläfst, dann schlaf. Ja? Aber die meisten Menschen, wenn sie gehen, ja, wenn sie gehen, denken sie daran, was sie Mittag essen werden. Wenn sie Mittag essen, dann denken sie daran, wann sie sich niederlegen wollen. Wenn sie sich niederlegen, können sie nicht einschlafen, weil sie nachdenken, was sie morgen am nächsten Tag machen sollen. Weiß nicht, warum auch immer. Ja? Wir sind nie hier. Wir sind nie hier. Das ist ja die Kraft der Bäume, ja? Die Kraft der Pflanzen. Gut, der hat nicht viel Möglichkeiten, als nur hier zu sein. Trotzdem ist das Energiefeld von Bäumen dem menschlichen Energiefeld ähnlicher als das von Delfinen oder Schimpansen oder tibetanischen Wüstensprengmäusen. Ja? Also das heißt, es ist spannend, oder? Es ist verrückt. Das ist Schamanismus. Und das bedeutet, je mehr Handlungen du im Hier und Jetzt bewusst vollführst, nur abgeschlossene Handlungen, nichts offen lassen, lass nichts mehr offen, mach die Handlung abgeschlossen, die ist erledigt, perfekt. Du hast die gelben Tulpen bewundert, großartig, das war's. Du hast keine Sehnsucht, ja, die schönen gelben Tulpen, brauchst du nicht mehr. Die Handlung ist abgeschlossen, du hast ihnen alle Zuwendung gegeben, die du konntest, fertig. Das heißt, du brauchst dann in späteren Phasen nichts mehr aufrekapitulieren. Du musst dieses Spielchen mit dem Fegeatem nicht machen, weil der erste Durchgang, da könnte man vielleicht schon was sehen, weil wir sehen, dass die Wolkenschichte aufreißt. Sehen wir da schon was? Hallo. Hallo. Ja, wir sehen schon jemanden, aber nur kurzfristig. Es ist aber, ja gut, blöd. Ich vermute, es ist ein schwacher Trost. Ich habe ihn gesehen. Genau da, in dem Wolkenfenster, ist er zwischen kurz durchgeflogen. Aber vielleicht ist es ohnehin auf dem Video drauf. Ich habe das Gefühl, die fliegen immer niedriger und niedriger und niedriger. Irgendwann werden die Radeln wahrscheinlich da die Baumwipfeln berühren. Aber egal, ja. Das sind Dinge, die so sind, wie sie sind. Wenn du nicht mehr rekapitulieren musst, weil du die ganzen Handlungen abgeschlossen hast, hängt dir auch nichts mehr nach. Das heißt, du musst immer up to date sein. Immer am letzten Stand. Immer am letzten Stand. Deswegen sagt auch der Schamanismus, meide den Kontakt mit zu vielen Menschen, weil du musst das Ganze wieder auflösen. Deswegen entfernen sie sich ein bisschen von den Menschen. Nicht wie Eremiten, nicht der Eremit, der sozusagen dort sein Glaubenssystem in der Abgeschiedenheit, der Konfliktfreiheit pflegt. Ja? Also sein kleines verschrobenes Gärtchen mit den merkwürdigen Pflanzen wird dort regelmäßig gepflegt und werden gegossen und so weiter. Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine nicht den Eremiten. Ja? Ich meine der Rückzug aus Wissen, das ist ein großer Unterschied. Nicht der Rückzug, dass ich sozusagen mein Vorurteilssystem eben in den Bergen am Leben halte. Ja? Na gut, so ungefähr hoffe ich, hast du meinem Geschwurbel etwas abringen können. Wenn nicht, kann ich auch nichts machen, auch gut. Aber bitte, 19.50 Uhr, wenn du ein paar Minütchen Zeit hast, du weißt eh, im Osten, dort ungefähr dort in der Richtung, wollen wir Frieden. Ja? Wir bringen den Frieden nach Osten und nicht umgekehrt, die bringen ihre
Probleme zu uns, die können dort gelöst werden. Trinkt Wodka, seid glücklich, tanzt miteinander und auf Wiedersehen. Und wir machen hier Good Vibrations, gute Energie, Freude. Freude, Harmonie. Und immer wieder, wenn du kannst, so Lichtkuppel übers Haus machen. Die muss immer wieder ein bisschen mit Energie versorgt werden. So Lichtkuppel, alles Negative bleibt draußen. Was, der prallt so richtig ab. Alles Negative bleibt draußen. Nur das Gute kommt herein, weil das ist das, was wir letztendlich für unser Weiterkommen brauchen. In dem Sinne, naja, frohes Osterwochenende, glaube ich, ist ein bisschen verfrüht, aber bitte schon rechtzeitig die Schoko-Osterhasen einkaufen und schauen wir mal, wie das Wetter wird. Sie haben ja wunderbar daran gebastelt. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.